Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um leckere Rezepte. Und ich knister schon ein bisschen und du siehst im Hintergrund auch schon das ein oder andere liegen. Es wird heute mal um ein Rezept gehen, wo du gleich 4 Varianten davon von mir mitbekommst. Natürlich mit Nährstoffangaben. Die werde ich dir immer schön hinter jedes Rezept packen. Und dann weißt du auch genau, wie viel Protein, wie viel Kalorien dann so ein Rezept hat. Und es geht, tata, um Wraps. Ich mag Wraps total gerne, weil sie relativ schnell gemacht sind, sie sind sättigend und je nachdem, wie du sie befüllst, sind sie natürlich auch gesund. Und mir geht es immer so, dass ich eine Packung öffne. Nicht jeder in der Familie bei uns Wraps mag. Und wenn du 4 bis 6 Wraps hast, dann ist es meist so, dass 2, 3 übrig bleiben, weil die Inhalte alle sind, weil du keinen Appetit mehr den nächsten Tag auf dasselbe hast. Und genau darum geht es in diesem Video, weil wir hier 4 verschiedene Rezepte werde ich dir mit an die Hand geben, sodass es auf keinen Fall langweilig wird. Wir starten auch direkt ins erste Rezept und da fange ich mit der klassischen Dönertasche an. Ja, du kannst den Wrap so falten, dass du, wie gesagt, ähnlich einem schmalen Döner hier deine Portion hast. Und ich esse kein Fleisch, das heißt, ich habe natürlich hier ein Ersatzprodukt genommen. Die esse ich nicht so häufig, aber gerade für so eine Dönertasche, wenn es mal so ein bisschen deftig sein soll, dann sind die ganz gut geeignet. Damit starten wir und jetzt nehme ich dich einfach mit fürs erste Rezept. So, das sind unsere Zutaten für die Dönertasche und hier ist die meiste Vorbereitung notwendig, weil du natürlich erstmal alles kleinschnippeln musst. Das Gemüse am besten alles in kleine, dünne Streifen schneiden, dann lässt sich das Ganze besser zusammenklappen nachher. Ich habe hier einen Fleischersatz genommen. Du kannst natürlich auch Tofu oder Putenfleisch nehmen. Das Ganze wird erstmal angebraten. Dann kommt endlich der Wrap zum Einsatz. Du kannst ihn kalt lassen oder kurz in der Mikrowelle erwärmen, mit Tzatziki bestreichen, das Like Meat hier in meinem Fall dazugeben. Du kannst aber auch Tofu oder Putenstreifen dazugeben. Das ist genauso lecker. Und natürlich dann das ganze Grünzeug und den Salat mit dazu. Wirklich super einfach und schnell. Die Vorbereitung ist hier die längste Zeit, die du brauchst. Und dann einfach zusammenklappen und schon schmecken lassen. So, die Dönertasche ist schon mal fertig und da das ganze Drehen natürlich auch immer Hunger macht und es gerade Mittagszeit ist, lasse ich mir die schon mal schmecken, bevor es zum nächsten Rezept geht. So, fertig mit dem ersten. Der war schon mal lecker. Ich bin gesättigt und kann gestärkt weiter kochen und dir die Rezepte zeigen. Der zweite wird dich begeistern. Der macht nämlich richtig satt. Der hat richtig viel Eiweiß. Wir pimpen den noch ein bisschen auf. Also lass dich überraschen. Das ist unsere zweite Variante, der Eiwrap. Für unseren High-Protein-Feta-Eiwrap hier erstmal die Eier miteinander verquillen. Ich habe das Ganze noch ergänzt mit flüssigem Eiweiß. Das hat weniger Fett und richtig gut Protein. Dann die Eimasse in eine beschichtete Pfanne geben, ganz kurz anstocken lassen und dann den Wrap schon oben drauf geben. Ich war hier ein bisschen ungeduldig. Meiner sah nicht so ganz klasse aus, hat sich nicht so richtig wenden lassen, aber egal, er wird sowieso zusammengeklappt. Wenn du ihn rumgedreht hast, kannst du ihn schon belegen mit Feta und Tomate, ein bisschen Grünzeug, Basilikum in meinem Fall hier und dann schon zusammenklappen. Der ist wirklich auch super schnell gemacht und macht durch das Eiweiß, durch die Proteine super satt. So, das zweite Rezept ist im Kasten und ich habe dir versprochen, das dritte wird dich begeistern. Es ist nämlich wirklich total schnell gemacht und auch Meal Prep geeignet. Die anderen Sachen, das sind ja alles warme Geschichten, die esse ich natürlich auch immer lieber. Wenn sie noch warm sind, dann schmecken sie mir am besten. Und das dritte Rezept jetzt aber, das kannst du auch gut vorbereiten und mit ins Büro nehmen. Und zwar wird das ein Tortilla Wrap, den wir einrollen mit Frischkäse, mit frischen Spinatblättern und geräuchertem Lachs. Super lecker, wenn du Lachs magst. Und das vierte ist auch was Schnelles, das mache ich ganz gerne abends, wenn ich wirklich noch so ein Tortilla übrig habe. Frischkäse, Quark habe ich immer irgendwo in der Form da und ich esse total gern Flammkuchen. Aber die weitaus kalorienärmere Variante ist mit einem Tortilla Wrap und ich habe den Ofen dafür schon angeheizt und während wir den Wrap machen mit dem Lachs, während wir das einrollen,
kann nämlich der Flammkuchen schon in den Ofen und das ist schnell belegt und auch in 3-4 Minuten quasi nur so, dass der Käse eben ein bisschen geschmolzen ist und dann hast du schon einen dünnen Flammkuchen, kalorienarm und super lecker. Los geht's! Diesen Spinat-Lachs-Wrap, den liebe ich. Der ist besonders auch kalt sehr lecker, sodass du ihn gut mit ins Büro nehmen kannst. Den Wrap hier erstmal ordentlich mit Frischkäse bestreichen. Ich habe hier einen in Light-Variante genommen. Dann am besten frischen Spinat drauflegen und das Ganze dann mit Lachs, ca. 100 Gramm, das ist ungefähr eine Packung, richtig satt belegen. Und der wird in diesem Fall dann tatsächlich gerollt, weil wir wollen so kleine Schnitten draus schneiden und da geht das in der Rollenform am besten. Dann ein gutes scharfes Messer nehmen, das ist wichtig, sonst reißt das ein bisschen auseinander und dann hier einfach in so Streifen schneiden und dann kannst du super lecker auch in eine Tupperdose mitnehmen. So, jetzt die letzte leckere Wrap-Idee und zwar unser Flammkuchen-Ersatz-Wrap. Der ist auch mega schnell gemacht. Einfach Frischkäse auf den Wrap draufgeben. Dann mit Zwiebeln bestreuen. Du kannst den übrigens auch mit Thunfisch, Tofu, was du magst, belegen. Ich habe hier in dem Fall eben nur Zwiebeln und Streukäse genommen. Dann schon ab in den Ofen. Und das Coole ist, er braucht wirklich nur 3 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist. Dann ist er schon fertig und du kannst ihn sofort genießen und er hat wesentlich weniger Kalorien wie ein Flammkuchen. So, das waren sie, meine 4 leckeren Rezeptideen. Einmal Wrap und 4 verschiedene Varianten. Ich hoffe, für dich war was dabei. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob Nummer 1, 2, 3 oder 4 dein Favorit wird oder welchen du gerne mal testest. Wo ich dir vielleicht auch eine Anregung geben konnte, was du noch gar nicht auf der Kette hattest, also welches Rezept dich am meisten inspiriert hat, das auch mal auszuprobieren. Die Nährwerte habe ich schon erwähnt, die werden immer zwischen die Rezepte gepackt, so wie das Rezept abgefilmt wurde und so weißt du auch genau, was du da Leckeres isst.